Israels Armee hat nach eigenen Angaben den Chef des islamischen Dschihads im Westjordanland getötet. Zuvor hat es bei Luftangriffen auf das Zentrum von Beirut ebenfalls Tote und Verletzte gegeben. Die libanesischen Behörden sprechen von mindestens 22 Toten und mehr als 100 Verletzten. Getroffen wurden zwei Häuser in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Nach dem israelischen Beschuss von Stützpunkten der Beobachtermission UNIFIL im Süden des Libanons äußerte sich der Chef der UN-Friedensmission Lacroix besorgt. Er sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, die Blauhelmtruppe sei zunehmend gefährdet. Bei dem Angriff waren zwei aus Indonesien stammende UNO-Soldaten verletzt worden. Und unser Blick geht nach Beirut zu Ibrahim Naber. Er ist direkt vor Ort. Wie hast du die israelischen Luftangriffe erlebt? Ja, in den vergangenen Tagen hatten wir immer wieder berichtet, dass es in den südlich gelegenen Vierteln von Beirut, also den Hisbollah-Hochburgen, zu Einschlägen gekommen ist. Das haben wir von hier oben auch immer wieder gesehen, auch vor Ort dann. Und jetzt, gestern Nacht, kam es eben tatsächlich dann zum ersten großen Angriff hier wirklich in Zentral-Beirut, also wirklich im Zentrum. Das eine Viertel Al-Naba, das ist etwa 2 Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben eine Explosion gehört. Wir hatten aber nicht sofort verstanden, dass es tatsächlich so nah ist. Es hat sich gar nicht so angehört. Nach den ersten Informationen sind 22 Menschen bei diesen Einschlägen ums Leben gekommen. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass 117 Menschen verwundet worden sind und die Räumungsarbeiten laufen noch. Was das Ziel der Angriffe war, ist aktuell noch schwer zu sagen. Also Israel vermutet dort Hisbollah-Offiziere. Man macht ja in der ganzen Stadt Jagd auf hochrangige Hisbollah-Leute. Wir können das jetzt aktuell noch nicht verifizieren. Wir werden aber versuchen, nachher an den Ort zu fahren. Ibrahim, danke schön bis hierher.